Erstmals in der Geschichte der Profi-Challenge entscheidet das Schicksal über die Paarungen der Profis. Oh! Ja! Dabei werden auch wieder zwei gleichgeschlechtliche Paare antreten. Wer ist es, wer ist es? Christina! Nämlich mit Isabel! Das habe ich in 15 Staffeln Let's Dance noch nie erlebt. Ihr habt alle keine Chance. Wenn nicht jetzt, wann dann, Leute? Oder? Wadi! André! Es gibt ja diesen Spruch, auf alten Säulen lernt man das Reiten. Irgendwie so. Ich weiß noch nicht, was passiert, aber irgendetwas wird. Irgendeine Magie hoffentlich passiert. Malika! Zieh du den Mann vor? Wenn ich jetzt Scholz ziehe, ist natürlich mega langweilig. Ich glaube, das ist nicht der Scholz. Sekunde. Oh, am Arsch, ey, wirklich. Scholz! Mann, ey! Das Schicksal wollte es so, ne? Ja. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Christian? Ah, komm, als Scholz. Patricia. Wir haben noch nie mal irgendwie miteinander getanzt und deshalb, ich freue mich riesig. Ich freue mich auch riesig und ich finde, das ist eine mega coole Kombination. Valentin? Katrin! Wir werden es einfach rocken! Yay! Arthur? Martha! Ich freue mich auf jeden Fall mit Martha zu tanzen. Vor allem sind wir auf jeden Fall ein super Latein-Duo. Anna tanzt mit. Die hier. Evgeny ist es hier. Wirklich geil, weil wir kennen uns schon sehr lange. Sehr lange. Sehr lange. Jahrelang gegeneinander getanzt. Und ich bin ein großer Fan von ihr tatsächlich. Oh, schnick, schnack, schnuck, komm. Wer anfängt? Ja. Ja, dann fang du an. Gut, dann starte ich. Maria tanzt mit. Massimo. Unsere Teamname ist Mama Mia. Weil Mama ist halt Maria. Und zwei Massimo. Und Massimo. Ekaterina und Alexandru tanzen natürlich miteinander. Das wird aber sehr leidenschaftlich. Sexy. Wir drücken euch die Daumen und das wird der Hammer werden, kann ich nur sagen. 9 Paare und alle wollen den Sieg. Doch nur 3 schaffen es am Ende in den Dance-Off und tanzen um den Titel.